Ha. Oh, Endlich wieder zurück, ey. Wieder zurück, Balu. Mann. Ich kann es immer noch nicht fassen. Kevin hat uns verlassen. Wir waren doch so ein gutes Team. Guck mal, er hat die Festung gebaut und wir haben den Baum wieder zurückgeholt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich. Also wir haben, weißt du, wir haben ihn ja nicht vernachlässigt oder so. Wir haben ja eigentlich nur unseren Job getan, aber er war so mit dem Bau dieser Festungsanlage ja beschäftigt. Wir wurden doch entführt. Er hat uns ja auch nicht gerettet oder so. Ja, stimmt. Er hat sich auch nicht gerade die Finger schmutzig gemacht, um uns den Arsch zu retten. Oh Mann. Ja, aber wie kann man sich wieder Revi anschließen? Das verstehe ich auch gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. Basti, was? Ich habe ein bisschen Angst, wenn die heute Abend wirklich Gaia beschwören wollen. Schaffen die nicht, Balu. Einfach alles verloren haben, was wir überhaupt. Hast du eigentlich noch die dunklen Essenzen? Nein. Ich habe gar nichts mehr. Sieh mal. Hier. Was los? Auch was passiert. Aber wir waren noch gar nicht lang weg. Du hast irgendwas von einem Tornado erzählt an der Zuflucht von Revi und so. Oh Mann. Schau mal. Das ist bei uns auch passiert, aber wir hatten. Scheiße. Wir haben Glück, den Baum hat's nicht erwischt. Kann es sein, dass die Apokalypse sehr nahe ist? Es geht alles den Bach runter, Basti. Alles den Bach runter? Ich hab so Sorge, dass. Hey, was ist, wenn wir nochmal mit unserem Baum in Kontakt treten? Vielleicht hilft er uns, aber er ist ja weg. Erzähl mir mal, wo der Baum ist. Ja, irgendwo bei unserer alten Base halt. Pass auf, ich gehe einfach hin und ruf: Hallo, Baum, hier, melde dich. Ja, der überlebt doch hier nicht bei den eisigen Temperaturen. Was wir haben, Balu, wir müssen einfach jetzt die Fakten zusammenzählen. 1 + 1 = 2, merkt ihr das, okay? Du bist so schlau. Oh, Mann. Nein, jetzt hör mir doch mal zu. Also, nochmal, 1 + 1 = 2. Wir haben ein Problem. Wir haben die Kinder Gaias als Feinde. Aber wir haben auch Freunde, Balui. Ja. Welche Freunde? Wer ist denn der Sperrclan? Ja, eben, der Sperrclan. Und was wollten wir die ganze Zeit tun? Uns um Frieden für alle kümmern. Ja, und was wollten wir jetzt im Zuge dieses Bündnis machen, damit wir schneller von hier zur Festung kommen? Ja, du wolltest irgendwas mit Teleport-Dingsbums oder so, hast du ja gesagt. Ja, genau, das wollten wir testen. Wir haben doch noch diesen Schrein da hinten in den Bergen. Ja, aber wir wissen doch nicht, wie der funktioniert. Sag mal, du hörst mir überhaupt nicht zu. Wir haben doch diese grünen Steine aus unserer Funkelsteinhöhle geholt. Ja, und wissen wir, wie die funktionieren? Nein. Nein, die wollten wir doch jetzt da reinwerfen. Oder wir wollten sie zusammenpacken und dann da reinsetzen als Block oder so. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir da jetzt hingehen und das einfach ausprobieren, Balu. Du bist wahnsinnig. Das wird nein, eh nichts machen. Und dann bauen wir dasselbe nochmal beim Sperrclan und dann haben wir eine Tür zum Sperrclan. Also können ganz wir ehrlich, schneller zur Hilfe gehen und so. Dann würde ich lieber sagen, wir gehen den Baum suchen. Ach du, nein, Baum, Balui. Du hast doch kein Vertrauen in unsere Götter, ehrlich. Kein bisschen. Doch, deswegen, ich glaube ja eben, dass dieser Schrein uns weiterhilft. Dieses Portal ist vielleicht irgendein nützlicher Dingsensbums, wenn das funktioniert mit dem Teleportieren. Du hast doch bestimmt noch die Steine hier. Die hier, meinst du, ja. Ja, genau die. Ja, die sollen jetzt irgendwas machen. Ja, jetzt komm doch einfach mal mit. Also, ich traue dem Ganzen hinten und vorne nicht. Einfach, warum nicht? Ja, keine Ahnung. Nee. Wir haben dieses Ding zusammen ausgegraben. Das ist uralt und es war verwuchert und es muss zu irgendwas gut sein. Und wenn wir das jetzt nicht ausprobieren, dann wissen wir niemals. Wenn das nichts bringt, dann haben wir verloren. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber wir haben nichts mehr. Wir haben weder Ignis, wir haben weder die Dark Essenzen. Wir haben nur den Sperrclan. Warum haben wir das nicht? Ja, weil ich entführt wurde und du mir nicht geholfen hast. Dankeschön. Ich war im Regenerationsschlaf, Balu. Du bist auch so im Regenerationsschlaf. Aua. Ich als Kampfzwerg brauch sowas. Du warst höchstens deine Monobraue, Cam. So, wo geht's her? Nein, lass meine Monobraue aus dem Spiel. Ah! Da, kleiner Mann kommt nie raus. Mann, Balu. Der Wind zieht sich zu.
Was ist mit dem Wind? Hörst du das nicht? Nö. Hallo? Es ist irgendwas Gefährliches im Gange. Und dieser rote Mond, den Gaia geschickt hat. Huch, was kommt da denn an? Siehst du das auch? Oh nein! Oh oh. Oh oh. Basti, wir müssen hier runter. Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Guck mal. Oh. Ah, das weht hier. Oh, puh. Basti, hier fliegt alles. Ah. Was ist denn das? Ich sehe dich nicht mehr. Basti, wo bist du hin? Bist du runter? Ja, du musst weiter runter. Das ist, wir sind genau in irgendeiner Luftströmung. Oh, scheiße. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Oh. Hey, komm hier runter. Oh. Ich hab mich an irgendeinem Laubding. Wo bin ich jetzt? Nein, ich sehe nichts. Ich bin da. Hier, komm. Mann. Siehst du mich? Ich sehe nichts. Ja, guck doch hier. Da bin ich. Hä? Oh. Ich sehe wirklich da nichts. Ist ein Werwolf. Hallo hier. Ich hab doch hier Licht angemacht. Basti, das Problem ist, ich sehe wirklich überhaupt nichts. Ich sehe, yeah. Da bist du. Ich kann 5 Blöcke weit sehen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, alles. Ich nicht. Ich war zu lange in dem Sturm. Vielleicht folge ist mir zu viel, bitte. Ist zu viel Sand in die Augen. Achtung, drück einfach mal rechtsklick. Drück einfach mal mit der... Ich sehe wieder wer. Oh, Alter. Komm einfach. Hier, oh, Alter, genau. Was ist denn das? Gut. Unser Berg ist... So. Guck mal hier, wir haben den Schrein noch extra versiegelt, Balui. Ach, du hast ja recht. Aber es ist alles so düster und ich hab Angst, Basti. Was heißt, du hast Angst, Balui? Oh, hier ist wenigstens sicher. So. Werf einfach nochmal die Steine hier rein, bitte. Das soll funktionieren. Mach das jetzt mal. Aber der Stein funktioniert so nicht. Das haben wir schon probiert. Guck, da passiert nichts. Ach, Mann. Ich mach warte da jetzt mal was anderes raus. So funktioniert das auf jeden Fall nicht. Warte. Ich habe auch Holz mitgenommen. Warte. So. Ja, so wie ich es gesagt habe, die vielleicht irgendwie zusammenpacken ja, ich oder so, dass das die jetzt auch das ganze das Loch ausfüllen vielleicht. So. Ja, dann setze ich jetzt den Stein ein. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da was passiert. Oder vielleicht... Was ist das? Weg hier! Weg hier! Weg! Lasst endlich abhauen! Endlich sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht, meine geliebten Kinder. Was? 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 Nein. Wer bist du? Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Wer bist du? Ich hoffe, ihr seid bereits gestärkt für die Schlacht, die euch erwartet. Eine Schlacht? Die was uns erwartet? Eine Schlacht? Ich will nicht kämpfen. Der Ältesten meiner weißen Räume hat euch bereits ausgerüstet. Mit wertvollen Artefakten. Bist du der Gott der gelben Blume? Er ist gelb. Bist du unser Gott? Niemals. Ich bin es. Ich bin euer Gott, meine Kinder. Aber das kann nicht sein, Basti. Wo kommt er her? Ich hab doch gesagt, der Stein bringt was. Ihr habt mich beschworen. Ich werde euch helfen. Darum bin ich hier. Aber wir haben die Artefakte verloren. Ich hab sie. Die wurden. Du hast sie verloren. Du ihr müsst sie sofort zurückholen. Sonst habt ihr keine Möglichkeit zu gewinnen. Sie sind bei Revi. Wir müssen gegen Gaia gewinnen. Ihr müsst gegen Gaia gibt's gewinnen. Keine andere Möglichkeit zu gewinnen, weil die Artefakte, die sind. Wir kommen dann niemals ran. Die sind zu viele. Die sind uns zahlenmäßig überlegen. Kevin vielleicht, hat uns verlassen. Vielleicht die mit Hilfe des Sperrklaves. Was ihr dafür braucht, um zu gewinnen. Ihr müsst sie zurückholen. Oh mein Gott, Basti, wir haben heute Abend viel vor. Aber was für eine große Schlacht? Was passiert? Warum? Mehr kann ich euch nicht erzählen. Aber ihr müsst gewappnet sein. Macht euch bereit. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Nein, wir haben den Sperrklan noch. Aber... Ich werde euch eine Armee von Bäumen zur Verfügung stellen. Eine Armee von Bäumen? Nehmt diese Geschenke an. Was ist das? Was können wir damit machen? Ihr werdet das herausfinden. Ach, mehr kann ich euch nicht sagen. Dankeschön und und du lässt uns dann heute Abend alleine oder? Das ist eine gefährliche Schlacht gegen. Sie wollen Gaia beschwören. Was machen wir denn? Ich werde euch behüten. Macht euch keine Sorgen. Aber ihr müsst bereit sein. Balui, ich hab Angst. Habt keine Angst. Ich bin auf eurer Seite.
Balui, was machen wir? Das, Dankeschön, große gelbe Blume. Warte mal, hier, eine Opfergabe. Hier. Danke. Willst du vielleicht mitkommen? Ich kann dir meine Festung zeigen. Komm mal mit. Ja, komm mit, wir zeigen dir unsere Burg. Ich muss nun wieder gehen. Macht euch bereit für den Kampf. Wirst du uns heute Abend helfen? Ich habe getan, was ich tun konnte. Mehr liegt nicht in meiner Macht. Den Rest müsst ihr erledigen. Oh, scheiße, nein. Basti, das wird was. Dankeschön, große gelbe Blume oder wie auch immer. Sie ist weg! Was? Wie sie ist weg? Sie ist weg! Warum, Basti? Wie sie ist weg? Das kann nicht sein! Das war unser Gott, der kann nicht weg sein! Nimm den Block nochmal raus und setz ihn wieder rein für deinen Kopf! Ich hab nichts zum Rausnehmen! Nichts zum Rausnehmen! Oh nein, wir konnten das ja nur mit Ignis abbauen! Verdammt, das war unsere einzige Chance! Du hast auch den Tempel kaputt gemacht, das kriegen wir ihn nie wieder! Ich hab nichts kaputt gemacht! Mann, du kannst, dass du deine Griffel nicht bei dir halten kannst, Junge! Ich hab meine Griffel voll im Griff, Balui! Jetzt hol den Stein da raus! Wir waren noch nicht fertig! Wieso ist er einfach abgehauen? Ja, das gibt's uns jetzt? Scheiße! Balui, ich mach das jetzt! Basti, nein, das geht nicht mit dem Werkzeug! Basti, nein, hör auf! Nein! Du hast unsere Verbindung. Du bist so ein Vollidiot. Du hast unsere Verbindung zu unserem Gott zerstört. Du hast. Bist du behindert? Nein! Ob du dumm bist, habe ich gefragt! Lass mich! Das kann nicht sein! Ach nein, ey! Oh, ich kann kotzen! Junge! Vielleicht ist die gelbe Blume da unten! Hallo, gelbe Blume! Die Funkelhöhle ist aus. Da waren keine grünen Steine mehr. Du hast einfach alles zerstört. Nein, das war nicht ich. Was ist, wenn der uns heute Abend wollte? Oh Mann. Ja, die. Ach komm, ey. Das gibt's einfach nicht. Aber wir haben doch hier was bekommen. Wir haben solche Eier bekommen, Balui. Ja, was soll ich denn da? Soll ich doch mal ausprobieren, was das macht? Warte lieber, bis zur Schlacht. Aber hast du gehört, wir müssen Ignis wieder besorgen, egal was ist. Das ist für morgen unsere wichtigste Aufgabe, sonst können wir Gaia nicht aufhalten. Aber jetzt wurde Gott der gelben Blumen nie wieder zu uns Kontakt aufnehmen können, da ist doch eigentlich alles egal. Er hat irgendwas von wegen gesagt, er will uns behüten. Ich hab versaut, Balui, ich bin traurig, ich bin deprimiert, ich geh einfach jetzt rein. Weg, ich hab's kaputt. Nein, lass uns überlegen, was wir tun können, auch wenn du den Gott verscheucht hast. Wir müssen uns ja irgendwas ausdenken. Also wenn es ein richtiger Gott ist, dann kommt er auch ohne Ritual. Ja, aber er ist aufgetaucht, nachdem wir den Stein da reingesetzt haben. Wieso sollte er auf einmal so kommen? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Also wenn das ein riesiger Gott ist, der uns dankbar ist, dann kann er zu jeder Zeit an jeden Ort kommen, Balui. Zweifelst du gerade an der Macht unseres Gottes? Nein, eben nicht. Deswegen sage ich doch, er kann zu jeder Zeit an jeden Ort kommen. Ach, Basti, deine Naivität möchte ich gerne haben, ehrlich. Du hast alles versaut. Jetzt lass uns mal lieber überlegen, wie wir an Ignis rankommen. Wir müssen unseren Plan schmieden, damit wir heute Abend gewappnet sind. Komm, wir gehen zum Besprechungsraum. Warum ein extra Raum zum Besprechen, Balui? Wir können Weil es hier scheiß windig ist und mir ist kalt. Dir ist kalt, also. Außerdem fand ich das ganz schön beeindruckend, dass unser Gott zu uns gesprochen hat. Das war seltsam. Findest du nicht? Ja, doch. Ist das hier unser Besprechungsraum? Das ist mein Büro. Wo ist Harry? Ja, das ist doch. Du weißt doch, was passiert ist. Ja, du hast dein Ei nicht ausgebrüht. Mann. Basti. Okay, lass uns mal überlegen. Wir müssen unbedingt. Kommst du jetzt wieder her hinter der Ecke? Hörst du wohl auf damit? Wir spielen nicht verstecken, Mann! Au! Ich höre mal so ein komisches Geräusch, wenn ich dich haue. Ja, ich auch. Was ist das? Das bin ich, glaube ich. Hau mich nochmal. Warum? Warum? Hör das Kitzeln da! Was ist mit dir los? Das spielt alles verrückt, Balui. Diese ganze Welt ist dreht ich durch. Schlafen. Nein, bleib hier. Gute Nacht, Balui. Es ist einfach.
einfach alles verloren. Alles.